Okay, das ist sehr, sehr krass, muss ich sagen, weil ich habe euch gesagt, ich würde da sehr gerne reinhören, aber ich habe, also für mich, ne, für mich war Jola Jani der Künstler aus dem Song zusammen mit Kwame, ne, ich kannte ihn vorher, glaube ich nicht und so weiter, und Masterpiece war für mich mit, ich glaube, noch ein, zwei Songs, so ein Song des Jahres tatsächlich, hat aber gerade mal 70.000 Aufrufe auf YouTube. Jetzt gehe ich auf den Solo-Song von diesem Jola Jani, einfach 400.000. Das ist krass. Okay, ja, Masterpiece ist mit dem, mit Kwame, genau. Der eine Part war von ihm. Crazy. Produziert das Ganze von Tommy Gunn, Nibo, Nili und Stupid Lou. Ach, liebe Grüße geht raus. Mixmaster von Odris. Video von Yasin. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ne? Jetzt bin ich mal gespannt. In welche Richtung geht denn das? Übertreib mal, Alter. Yeah, baby, ey. Ich bin am Ballen wie die Mavericks. Im Backstage mit einer Bad Bitch. Yeah. Ich krieg Steine in mein Ohr drin, Baby. Yeah, ich nenn sie Patrick. Yeah, ich hab ein Money Fetish. Das ist Sänger wie zwei Handys. Mein Plug hat so viel Sorten, könnte glauben, wer ihr kennt. Schick mir schnell noch deine Eddie. Mein Job wäre gleich ready. Nein, ich komm immer zu spät, aber das Typ. Ah, der Beat ist ja ekelhaft geil. Diese Streicher, die durchgehend laufen und dann einfach die Drums ganz clean drauf, so kein Sidechain, kein Wegdrücken, nix. Das ist super clean, Mann. Okay, der hat eine coole Stimme, Mann. Aber wie gesagt, ich kannte nur Masterpiece bisher, ne? So wie Andy, es riecht nach Gas und Fendi. Hat Boss grad mit ner Baddie. Meine Kleine schon auf Modus, feste ganze Flasche Handy. Yeah, on guard, bin ein Finesse. Ich mach's am besten, ja, okay. Wer will mich testen? Und meine Ketten gehen nicht gym, aber ich bin am Flexen. On guard. Bruder, seit wir Rap La Rue abchecken, ne? Seit Sammy gesagt hatte, dass es einfach in der Musik sehr viele verbrauchte Wörter gibt und so weiter, höre ich da drauf, ne? Und es gibt wirklich in jeder, ich habe das Gefühl, in jedem Subgenre oder so gibt es ein Wortschatz, habe ich das Gefühl. So bei Straßenrap, bei Afro-Trap werden zum Beispiel immer so französische, spanische Wörter reingebracht, ne? Strada bis ich weiß nicht was. Bei so, ja, das ist echt interessant, würde ich mal sagen, ja. Die Steine glänzen und die Bands. Aber der hat eine geile Decke, Stimme, so wie ich streiche, no bands. Das ohne Decke, nix zu verstecken. Badass Ho, sitzt auf und drauf, als welch ein Sessel, pushen Peace. Ja, mir egal, was sie so denken, brauch ein Schiff. Schon wieder paar Kunden, bekomm so selten Ruhe. Ma Bitch lässt nie in Ruhe, will schon wieder neue Schuhe. Zwei Sips und sie wird müde, dein Flex ist eine Lüge. Mein Ache hat ne Farm, aber Deutschland kenne ich. Baby, ich bin am Ballen wie die Mavericks. Im Backstage mit ner Bad Bitch. Ich krieg Steine in mein Ohr drin, Baby, yeah, ich nenn sie Patrick. Bruder, wie konnte ich den irgendwie, weiß ich nicht. Wie konnte ich den verpassen, Mann? Geiler Style, Alter. Ja, also ich verstehe jetzt auch nicht, warum das so extrem abgegangen ist auf YouTube. Ich finde es gut, muss ich sagen, tatsächlich. Aber 400.000 heutzutage, also ich meine da, ne, absolut nicht respektlos oder so, aber ich glaube jetzt mal ganz kurz so, UFO hat innerhalb von 2 Tagen maximal 100.000. Es ist ganz, ganz strange geworden so und deswegen 400.000 ist schon krass. Also wenn man dann vergleicht, muss man eigentlich mal, eigentlich müsste man auf, warte mal, wie wird da geschrieben? Fuck, Alter, doch da. Müsste man hier mal, holy shit. Okay, 2 Millionen zu 400.000 ist halt auch schon wieder sehr wenig. Aber hier seht ihr zum Beispiel, ne, Masterpiece hat immerhin 1,1 Millionen, ne? Auf YouTube hat Masterpiece 75.000 Klicks gekauft. Nein, 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 ich glaube, also jetzt, wenn du mich fragst, erstens, die ganzen Algorithmen und so weiter sind so safe, da du kannst so gut wie gar nichts mehr machen, gerade was Musik angeht. Was wohl eher, glaube ich, das Ding sein wird, ist, YouTube stirbt einfach nur als Plattform für Musik aus. So, und Spotify ist nur für Musik. Das heißt, die Leute, die sich wirklich für die Musik interessieren, etc., die sind auf Spotify unterwegs. Und deswegen macht es auch auf Spotify viel, viel mehr Sinn, dass das 4- bis 5-fache Streams sind als die Klicks auf YouTube. Früher konntest du das miteinander vergleichen. Das war relativ gleich so. Aber die Zeiten sind vorbei, Mann. Diese Zeiten sind vorbei. Freezy, Alter, 62 Monate, Bro.
Dankeschön, mein Guter. Weiß ich sehr zu schätzen, Alter, dass du immer noch da bist, Mann. Holy fuck. Dankeschön, mein Guter. Ey, ich finde den Song gut, muss ich sagen, ne? Yeah, ich hab mein Money fertig. Das ist Sänger wie zwei Handys. Mein Plug hat so viel Sorten, könnte glauben, wer ihr kennt. Schick mir schnell noch deine Eddie. Mein Job wäre gleich ready. Man, ich komm immer zu spät, aber das typisch so wie Andy. Es ist nicht nach Gas und Fendi. Hat Boss grad mit ner Baddie. Meine Kleine schon auf Modus fest, die ganze Flasche Handy. Bin am Ballen wie die Mavericks. Im Backstage mit ner Bad Bitch. Kicke Steine in mein Ohr drin, Baby. Yeah, ich nenn sie Patrick. Yeah, ich hab mein Money fetish. Das ist Sänger wie zwei Handys. Mein Plug hat so viel Sorten, könnte glauben. Wobei man aber sagen muss, so, also ich jetzt als erster Hörer finde halt, es klingt so, als würde sich die ganze Zeit wiederholen. Was aber auch irgendwo ein geiler Vibe ist. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie kann ich mir halt auch vorstellen, das jetzt gerade bei Spotify einfach im Loop zu hören. Und es wird mir nicht auf den Sack gehen, weil ich habe das Gefühl, es gibt kein wirkliches Highlight. So, ich habe das Gefühl, alles klingt cool. So, und das ist schon echt eine gute Arbeit, muss man sagen, ne? Jetzt könnte halt schon direkt wieder der nächste Part kommen. Oder es könnte sich einfach wiederholen, ne? Bruder, der ist aber auch einfach mal 2 Meter groß, ne? Der ist einfach 2 Meter groß, ne? Alter. Hab auf Text nicht geachtet, aber ich schätze mal 2 Handys, weil er Dealer ist. Also, das waren mehr als 2 Handys, Brudi. Das waren 6 Handys. Aber ja, von der Thematik her auf jeden Fall Pusher und so weiter, ne? Definitiv. Text habe ich jetzt auch nicht wirklich viel mitbekommen. Ich finde, es ist ein Vibe-Ding. Also ich glaube, den werde ich mir auf jeden Fall noch ein paar Mal anhören. Aber Bruder, ich verstehe es nicht, ne? Wie konnte Masterpiece irgendwie so untergehen? Das ist für mich einer der Songs des Jahres. Ey, by the way, ich bin dieses Jahr wieder in der Hiphop.de-Jury. Ich mache Masterpiece als Song des Jahres rein. Von mir aus. Ich darf ja wieder Sachen vorschlagen. Young Mash, mach die 808. Yeah. Judy on the beat. Sie sagt, yo, forget it all. Oh. Komm, drop noch ein Masterpiece. Sie sagt, it's hard, tell me more. Doch ich hab keine Zeit für sie. Nimm ein Schluck von Remy Ma. Fühl mich wie Cassidy. Hustle to the early morning. Flippin' shit, ich handle bitch. Sie sagt, yo, forget it all. Komm, drop noch ein Masterpiece. Sie sagt, it's hard, tell me more. Doch ich hab keine Zeit für sie. Nimm ein Schluck von Remy Ma. Fühl mich wie Cassidy. Hustle to the early morning. Flippin' shit, ich handle bitch. Way too lit, bitch, ich bin auf der Hennessy. Und das ist Gola Gianni. 10er Boy, komm immer mit some petty shit. Okay, Baby, mir egal, ich Big Boy step in some designer kick. Weil wenn ihr uns auf der Party seht, verstecke lieber deine Chicks. Yeah, wir haben that motion, du ja wahre. Boah, ich fand den Song auch hart, Alter. Ich glaube, ich muss bei diesem Gola Gianni mehr reinhören. Also wenn die 2 Songs schon in meine Richtung gehen, ne? Ich glaube, dann habe ich echt was verpasst, glaube ich. Ha, ich dachte gerade, das wäre von Julian Bam, Alter. What the fuck?